Mit einer Festveranstaltung im Landtag hat die SPD-Fraktion das 70-jährige Bestehen der bayerischen Verfassung gefeiert. Vater der Verfassung war der große Sozialdemokrat und bayerische Ministerpräsident Dr. Wilhelm Hoegner. Er hatte den Entwurf der Verfassung im Schweizer Exil geschrieben und nach dem Ende des NS-Terrors nach Bayern gebracht. 1946 wurde die Verfassung in einer Volksabstimmung beschlossen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Markus Rindersbacher würdigte die Verfassung als Grundlage für unser weltoffenes und liberales Land. Die bayerische Verfassung, die zugleich eine Charta für die Freiheit ist, aber auch eine Proklamation für das Soziale, eine Verfassung, die es allen in Bayern lebenden Menschen möglich machen soll, hier ihren Platz in dieser Gesellschaft zu finden, ihr Glück zu machen, ihre eigene Existenz zu bestreiten, unabhängig davon, welche Herkunft sie haben, welcher Religion sie angehören oder auch keiner, welches Geschlecht oder welche Weltanschauung. Der Vater der Verfassung, Wilhelm Hoegner, war nicht nur ein lupenreiner Sozialdemokrat, sondern auch ein überzeugter Bayer. Was war das für ein Mann, unser Wilhelm Hoegner? Sozialdemokrat, Rechtsgelehrter, Staatsmann, bayerischer Patriot, für uns eine der größten Persönlichkeiten der bayerischen Geschichte, des vergangenen Jahrhunderts ganz gewiss. Er liebte die bayerischen Sitten, die bayerischen Bräuche, die bayerischen Kleider, die bayerischen Volkslieder, literarische Dokumente seiner Heimat. Und es ist überliefert, dass er selbst in der bayerischen Gastwirtschaft seinen oberbayerischen Hut immer aufließ, weil er sagte, es gehört zum Brauch in Oberbayern, dass man in der Gastwirtschaft als Mann einen Hut aufhat. An der Festveranstaltung im Landtag nahmen über 400 Gäste teil, darunter auch der Kabarettist Christian Springer. Der warf nicht nur einen humoristischen Blick auf den Unterschied zwischen Verfassungstext und Verfassungswirklichkeit im Freistaat. Springer fand auch ernste und anerkennende Worte. Ich darf Kritik üben. Ich darf den Ministerpräsidenten satirisch angehen. Das passiert mir nichts. Was für ein tolles System sind wir geworden. Ich bin durch Zufall hier hineingeboren, in Berg am Laim. Durch Zufall, wie Sie alle auch. Und es ist unfassbar super. Diese Demokratie und diese Freiheit, die wir hier haben. Auch zum 70-jährigen Jubiläum hat die bayerische Verfassung nichts an Modernität eingebüßt. Ganz im Gegenteil. In Zeiten der erstarkten rechtspopulistischen Strömungen ist sie wichtiger denn je.